Ey Leute, das ist zu krass. Wir werden jetzt gleich auf Leben und Tod kämpfen. Es kann sein, dass wir heute unser erstes Herz verlieren. Alles klar, es geht los in 3, 2, 1, go! Attacke! Hey Leute, Crymax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Helden. Was geht ab, ihr Paul Berger? Heute ist natürlich mal wieder einiges geplant. Wir sind hier gerade in unserer neuen Geheimbase, Leute, weil ihr wisst ja, unsere alte Geheimbase wurde zerstört und ich habe mich jetzt hier komplett neu aufgebaut. Ich habe auf jeden Fall ordentlich gegrindet und schon wieder ein paar Stunden gespielt. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Rinderfarm. Die ist noch ziemlich klein. Die müssen wir auf jeden Fall gleich mal noch vergrößern hier, die Kühe. So, und dann habe ich hier auf jeden Fall noch eine Weizenfarm und hier noch eine Zuckerrohrfarm, Leute. Ist jetzt noch nicht groß, meine Geheimbase hier, Leute. Aber ich würde sagen, fürs Erste reicht das auf jeden Fall mal aus, um hier, sage ich mal, zu überleben, Freunde. Heute ist natürlich mal wieder einiges geplant und zwar, Leute, Banks will sich mit mir treffen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ihr wisst ja, mit Banks sind wir nicht mehr so gut, Leute. Und ich habe auch gehört, dass er wohl irgendwie es auf mich abgesehen hat. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall richtig aufpassen. Ich weiß nicht, was er von mir will. Eventuell werden wir uns heute mit Banks wieder vertragen. Vielleicht wird er mich aber auch angreifen. Wenn er das macht, dann müssen wir auf jeden Fall richtig aufpassen, weil Banks ist auf jeden Fall auch sehr gut im PvP. Ich weiß, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert und ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt hier mal unsere Ausrüstung und machen uns dann auf den Weg. Let's go, Leute. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier wieder zurück an der Hauptinsel, Leute. Banks wollte sich hier heute mit mir treffen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil gestern, Freunde, ist das Ganze ja echt ein bisschen eskaliert. Oh Gott, wie kaputt sieht das hier mittlerweile alles aus. Und ich sag mal so, mit Banks ist ja unser Bündnis aufgehoben. Wenn du unseren Frieden wiederherstellen möchtest, musst du dich dem neutralen Richter stellen. Hä? Leute, was faselt der da? Ich habe auch ein Top-Secret-Info für dich noch vorher. Ach, Banks hat eine Info für mich und ich soll mich einem Richter stellen? Ganz ehrlich, ich habe hier gar nichts falsch gemacht. Alphastein ist selbst schuld, dass ich seine Base gesprengt habe. Und die haben immerhin irgendwie mit Schuld, dass unsere Geheimbase ja zerstört wurde. Aber okay, wisst ihr was? Wir schreiben einfach mal. Okay, ich bin mal gespannt, was Banks jetzt hier von uns möchte. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass das jetzt hier eine Falle ist. Sage ich euch ehrlich, Freunde. Aber ich habe hier schon alles ausgerüstet. Wir haben hier auf jeden Fall Enderperlen. Falls es mal brenzlig wird, können wir abhauen. Goldäpfel auch dabei. Alles am Start, Freunde. Ich gehe jetzt hier einfach mal Richtung Paulberger Burg, weil hier eigentlich meistens alle Treffen stattfinden. Okay, okay. Die wollen sich beim Gumbo Gaming House treffen. Ich bin da aber auch so ein bisschen paranoid, was sowas angeht, weil die könnten da ja irgendwie eine Falle für mich vorbereitet haben. Also ich werde da auf jeden Fall nicht reingehen. Von der Burg einmal über die Insel, genau auf der anderen Seite. Okay, das Ding ist, woher weiß ich, dass das keine Falle ist? Können wir uns auf neutralem Boden treffen. Ja, ich sag mal so, mir ist das nicht so ganz geheuer, dass die wollen, dass ich da in das Gumbo Gaming House gehe, weil die könnten da ja auch irgendeine krasse TNT-Falle oder so vorbereitet haben. Ich vertraue Banks aktuell da nicht, weil er hat uns ja gestern mehr oder weniger den Krieg erklärt. Sage ich euch, wie es ist, Freunde. Ey, Leute, ich find's gerade übelst komisch. Ach, jetzt endlich kommt eine Nachricht. Das Ding ist, ich will mich eigentlich hier echt auf neutralem Boden treffen. Warte, ich mach mal eine Gruppe, dann kann ich mit ihm reden. Ich sage euch ehrlich, ich vertraue ihm nicht, weil auch da diese Wasserfläche da neben der Base von denen, das ist mir, das erscheint mir gerade alles ein bisschen so, als würden die mich in eine Falle locken wollen. Weil Alphastein ist online, Gumbo ist online, Russig ist online. Die sind alle online von denen, von diesen Ampelkriegern. Vielleicht wollen die mich da auch zusammen wegkleppen. Vielleicht wollen die mir da auch mein Herz jetzt ziehen. Und ich sag mal so, wir haben ja gerade irgendwie keine wirklichen Verbündeten. Mit den Königskriegern sind wir ja auch nicht gut. Ja, da, moin, was geht? Moin, moin. Ey, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber ich will da nicht an irgendwelche Orte hingehen, wo eventuell eine Falle für mich präpariert sein könnte. Ja, das geht mir nämlich genauso umgekehrt. Ja, dann schlag du einfach was vor. Ich habe jetzt gerade extra so auf der offenen Fläche hinter der Burg gesagt, weil die Burg ist ja auch schon ein bisschen ein gefährlicher Ort. Dann sag du random einen Ort jetzt. Okay, lass so machen. Lass genau zwischen Burg und Gumbo Gaming House. Das ist genau in der Mitte der mittleren Insel. Okay, und wer kommt da jetzt alles? Also eigentlich kommen wir alle, aber wir machen halt nichts. Okay, anderer Vorschlag nochmal. Was hältst du davon? Ich bin gerade da an der Küste neben meinem Hafen. Quasi auf die Richtung, also ich gucke quasi auf diese Insel. Okay, ja. Also neben meinem Hafen da, dieses links daneben, weißt du? So, okay, Leute. Das ist jetzt hier eine neutrale Fläche. Mal gucken, ob er kommt. Okay, Leute, also ich warte jetzt hier irgendwie schon eine ganze Weile. Es kommt mir irgendwie alles komisch vor, als würden die mir wirklich eine Falle hier stellen wollen. Ich bin hier ganz alleine am Strand, aber Banks hat gerade geschrieben, komme. Sehr, sehr sass hier alles, muss ich ehrlich sagen. Wer ist denn da hinten? Warte mal, ist das Elina da oder was? Moin. Ach, Gumbo, moin. Du machst hier gleich, bist hier auch mit Banks dabei oder was? Nee, ich bin die neutrale Person hier. Neutrale Person. Ja, aber du bist doch aber bei den Ampelkriegern. Nee, ich doch nicht. Ich habe eine Allianz mit denen, aber ich gehöre nicht zu denen. Ah, okay, das ist gut. Neutraler Richter, ja? Neutral. Okay. Oh, da vorne kommt er. Da vorne ist er. Okay, Leute, ich bin jetzt mal echt gespannt, was der hier von mir will. Yo, Banks.
Jo, ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, bevor wir loslegen. Okay, ja. Die hat jetzt damit nicht so wirklich was zu tun. Okay. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also ihr habt ja gestern die Base von den TikTok-Kriegern gesprengt, ne? Ja. Und dann dachten wir uns, als uns das Blackjack erzählt hat, weil die werden sich ja jetzt die Base angucken, und da dachten wir, wir können da einen Kill ziehen. Und dann haben wir unterwegs MBK getroffen. Der ist doch bei euch, oder nicht? Ja, MBK ist... Also ich sag mal so, aktuell, wir haben uns so ein bisschen als Paulberger Ritter mehr oder weniger so ein bisschen aufgelöst. Also irgendwie macht gerade, ich, keine Ahnung, also an sich, ich bin jetzt nicht verfeindet mit ihm, aber wir sind gerade, also unsere Base wurde ja komplett zersprengt, das macht gerade irgendwie mehr oder weniger jeder sein eigenes, weißt du? Ja, weil, nur damit du es weißt, weil wir sind dann zusammen mit MBK, Flo, MBK, ich zu dritt, zu denen, die haben da zu fünft auf uns gewartet, oder okay. zu fünft, ich weiß nicht mehr genau, plötzlich fängt MBK an, uns den Rücken zu schlagen, der ist die ganze Zeit mit uns zusammen dahin gelaufen, um dann uns zu verraten und uns den Rücken zu schlagen. Oha, okay, das ist krass. Aber mir wurde auch erzählt, yo, moin Russik, dass ihr wohl die ganze Zeit irgendwas gesagt hättet, dass ihr meinen Kopf wollt oder sowas. Ja, gut, das wurde vielleicht so gesagt. Aha. Ja, aha. Also ich muss ehrlich sagen, ich war gerade auch ein bisschen paranoid, ob ihr mir nicht irgendwie, ob ihr mir da nicht eine Falle stellen wolltet bei Gambus Haus. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob du uns nicht eine Falle stellst. Ja, wir haben gesagt, wir treffen, von mir aus, dann schlag jetzt einen Ort vor. Ist doch in Ordnung, Ich glaube, hier ist doch ultra neutral. Aber die Frage ist halt, wie neutral ist Gambo? Weil Gambo und du, ihr seid ja auch so Bro-Bros. Ja, das Ding ist, unser eigentlicher Richter, der ist gesundheitlich ausgefallen, nämlich Yami. Okay. Das war Gambo war doch der Neutralste, den wir kriegen konnten. Irgendwie. Gut, das Ding aber ist halt verstehe, jetzt... Ich verstehe, dass du da Bedenken hast. Vielleicht können wir uns ja auch einigen. Also vielleicht wollen die mir ja doch hier keine Falle stellen. Also ich sag so, ich weiß noch nicht, was das hier wird. Die wollen irgendwie jetzt eine Gerichtsverhandlung mit mir machen. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir irgendwie hier die ganze Zeit, die wollen mir ein Herz ziehen. Weil die sind auch hier so in der Überzahl die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen... Ich hab die Enderperlen im Anschlag, Leute. Ich hau schnell ab. Im Zweifelsfall hau ich schnell ab. Zack, hier fliegende Schuhe. Abfahrt. So, wir warten mal hier. Wir gucken mal. So, jetzt ist hier noch Alfie angekommen, der nervige Leute. Entschuldige! Alter. Den obersten Richter der Insel. Ey, das ist gar nicht gut. Also ich bin hier wirklich nur von Gegnern umstellt. Das ist der Entschuldige, Iquimax! Ja, das geht. Kannst du mal bitte dein Mikrofon regeln, dass du nicht immer so übersteuerst, Junge? Das ist der Entschuldige, das ist ein Miefe-Peter. Wer war das? So, sollen wir das jetzt hier klären, oder was? Ich will das in Ernstfall jetzt, Richter! Ich gönn jetzt erstmal eine Paulberger Limo. Alle hinsetzen. Max, du hast hier was falsch. Du bist die Messer von der Säcke. Richter, hören Sie das? Der droht mir hier die ganze Zeit. Nein. So, warum sitzen wir heute hier? Wer hat Anklage erhoben? Der Säbelzähter! Schrei doch mal nicht so die ganze Zeit! Warum schreit der so? Er hat meine Base gesprengt! Komplett alles weggenommen! Er hat alles genommen, Richter! Alles, was ich hab! Ich hab ihn mittlerweile auf -50% geregelt und er schreit immer noch. Ist das minus 98, ja. Ich hab ihm nichts getan und er hat mir alles weggenommen, Richter! Das geht nicht! Ich werd einen Vertrag! Stimmt das, beschuldigter Crimex? Darf ich vortreten? Nein! Ja, ist gestattet. So, ich gestehe, dass ich ihm eine TNT-Falle in seine Base gemacht habe. Aber die Menge des TNTs hätte niemals ausgereicht, um ihn ernsthaft ein Herz zu ziehen. Das war einfach das war nur eine kleine Lektion, weil er an dem Tag die ganze Zeit gestichelt hat und immer mal wieder TNT an meine Burg platziert hat, meinen Phönix in die Luft sprengen wollte und mich die ganze Zeit provoziert hat. Außerdem möchte ich noch sagen, ja, ich wusste über das Verhältnis mit den Ampelkriegern, aber ich habe dem Angeklagten nicht geglaubt, weil er ja öfter mal falsche Behauptungen schon aufgestellt hat. Guck, Richter, wie du mich redest! Alfie, jetzt versuch du dich mal ordentlich auszudrücken und dich zu verteidigen. Ja. Oh. Aquamax, dieser YouTuber, dieser Typ hier, hat gedacht, er kann nehmen und tun, was er will. Und es hat mich einfach verfolgt in meine Geheimbase. Ja. Wo ich alle meine Items habe. Alles. Aber ich war die ganze Zeit nett zu Crimex. Das darf man nicht vergessen. Ich war nur bei ihm bei der Base. Ich habe so getan, als wenn. Wo warst du nett gewesen? Du bist mir an dem Tag ich die ganze Zeit. Man sieht das auf meinem Video, dass du mich die ganze Zeit provoziert hast. Ich akzeptiere mich. Ich bin ein Crimex. Ich muss doch nicht akzeptieren, dass du mich mit TNT den ganzen Tag bedrohst. Ich mache nur Spaß, ein Crimex. Ich glaube, du hast ernst
gemeint. Erstens meine Base. Ja, okay. Also, okay, dann war meine Base-Sprengung so auch nur Spaß. Meine Base-Sprengung war auch nur Spaß dran. Dann. Rede nicht. Du darfst nicht reden. Lass mich aussprechen, ein Quaymix. Rede auf deinen Sitz. Es sitzt auf deinen Sitz. So, Richter. Erstmal einen Schritt zurück. Nein, du spuckst mich hier an. Beruhig dich. Du gehst erstmal zurück. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, er hat den Richter angespuckt. Junge, das ist krank. Alter. Also das gibt nochmal 10 Diamanten für die Ampel. Da sieht man aber schon, dass der Typ sich nicht benehmen kann. Das ist krank. Und ich möchte noch vortragen, dass wegen diesem Angeklagten die Beziehung zwischen den Paulberger Rittern und den Ampelkriegern schwer vorbelastet ist. Mach das Wenn TNT ich das aus der Hand. Richtig verstanden habe, hat Alphastein erstmal krass reinprovoziert, was ein russisch aussehen. Nein, ich akzeptiere das. Ich war so wie immer, ich bin immer so. Ja, ja, das aber ist das du kannst deine Allianz doch Krimineller kann doch nicht sagen, ich bin immer kriminell und ist dann safe. Der Richter wird persönlich, das geht nicht. Was ist für ein Richter? Du hast den angeschaut. Wo ist dein Titel? Todesstrafe für Alfie. Todesstrafe für Alfie. Ich hat den Dias gegeben. Amtsstrafe. Amtsstrafe. Stimmt irgendwas nicht. Wo ist deine Base? Meine Base willst du sprengen. Guck mal, er droht den Richter. Er bedroht sogar den Richter. Die Paulberger Ritter und die Ampelkrieger vertragen sich wieder und Alphastein bekommt ein Herz abgezogen. Veto, nein! Eigentlich sage ich ehrlich, als ich den Fall auf meinem Tisch hatte, dachte ich eigentlich, dass Alcramix ein Herz verliert. Aber wenn ich hier höre, dass Alphastein extrem viel reinprovoziert hat und selbst Russik aus seinen eigenen Reihen hat bestätigt, dann ist das eigentlich ein 1-1. Also entweder verlieren beide ein Herz oder keiner. Beide ein Herz? Darf ich einen Vorschlag machen? Weil ich sag mal, wenn jetzt alle ein Herz verlieren, da hat ja keiner gewonnen. Ne? Aber das muss hier schon geregelt werden. Da ist ja eh auch irgendwie ein beidseitiger Bruch war. Wie wär's denn, wenn wir beide verlieren ein Herz, beiden was? Das untereinander entscheiden lassen? 1v1 oder was? Ja. 1v1! Nein! Auf Sportsmann-Basis. Boah, das fühle ich aber auch. Warum traust du dich nicht, Alfie, oder was? Einspruch! Könnt ihr Wetten abgeben? Schreibt das Urteil nochmal um. Entweder verlieren jetzt sofort beide ein Herz, oder ihr macht es unter euch aus und einer gewinnt den PvP. Also ein Kampf auf Leben und Tod. Alter. Ja, muss es Alfie sein oder kann es auch ein anderer der Ampelkrieger sein? Nee, es muss Alfie sein. Ihr sitzt beide am Tisch. Für mich wäre es okay, wenn er auch aussucht. Was wäre mit Russik? Russik und ich sind... Ja, aber das ist eigentlich... Russak und ich sind gleiches PvP-Level, würde ich mal sagen. Und ihr habt gleich viele Herzen. Richtig, ich habe nur zwei Herzen. Das ist keine... Also entweder Russik oder Alfie. Okay, Leute, die beraten sich jetzt hier. Wir müssen auf jeden Fall heute einen Kampf um Leben und Tod machen. Ey, das ist zu krank. Ey, Leute, das ist zu krass. Wir werden jetzt gleich auf Leben und Tod kämpfen. Es kann sein, dass wir heute unser erstes Herz verlieren. Oh Gott. Na, wie ist eure Entscheidung? Die Entscheidung ist gefallen. Ich werde kämpfen, I quite Alfie. Was? Nicht, das war ein Prank. Ich wollte gerade sagen. Russak wird kämpfen. Russik hat die komplette Ehrenmann und riskiert sein Leben für diesen Steinkopf, ey. Ich möchte aber... Ich möchte einen Vorschlag unterbreiten, weil ich will nicht meine Ressourcen verschwenden. Sollen wir in Eisenrüstung kämpfen? Aber dann sind wir mit Bogen mit Wunsch. Nein, Leute, ohne Bogen. Nur Eisen, aber mit dem Schwert ist schon zu stark. Aber da müssen wir machen uns noch ein Eisen, nur also Eisenschwert, Eisenrüstung und vielleicht 3 Goldäpfel oder so. Okay. Ja, Loot und so weiter wird nicht angerührt. Loot wird auch nicht angerührt. Auch der Level Cheat ist. Warte, hier eine Kiste, die kannst du absperren, Russik. Wollt ihr mit Schild, mit Axt? Ja, also ich würde mit Schild, mit einem, also einfach nur Eisenrüstung, Eisenschwert und Schild. Und vielleicht 3 Goldäpfel oder so. Aber das ist ja schon sehr wenig. Und eine Axt von mir aus, ja. Ich sag mal so, wenn wir jetzt unsere Diamantrüstung einfach wegkloppen, dann dauert der Kampf 10 Stunden und wir machen einfach nur unsere Rüstung kaputt. Ich kenne deine Tricks, Alfie. Ich kenne deine Tricks, Alfie. Ja, aber das Ding ist, dann okay, ich will ganz anders machen. Ihr habt mich jetzt gerade verunsichert, ich will mit Russik alleine sein. Was? Nein. Ja, Bro, wenn ich jetzt hier Eisenrüstung anziehe und hier sind 5 Leute, die mich killen wollen. Nee, dafür ist der Richter da, keine Sorge. Ja, Alfie, dir vertraue ich wahrscheinlich.
Also ich sag mal so, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen will, aber das ist echt gerade eine gefährliche Situation. Ich wäre sogar dafür, dass wir einfach komplett all-in gehen mit Diamantrüstung dann. Komplett all-in? Ja, ich vertraue der Sache hier gerade nicht. Die sind halt zu fünft. Die sind hier zu fünft. Ja, hier ist ein gutes Spot. Ist schon alles safe. Die sind hier zu fünft. Ohne Goldäpfel wird es nicht zum Drain der Rüstung kommen und bis dahin ist aber dann auch nicht essen. Der isst es instant. Der wird von außen instant abgeschossen. Steak davon essen halt. Ja. Boah, ey, ich vertraue der Sache hier gerade irgendwie gar nicht, ey. Wollen wir machen? Du Einsteine! Was willst du denn, ey? Ich vertraue der Sache hier gerade irgendwie gar nicht. Kommst du nicht mehr weg, was hast du denn für Bedenken? Ja, Bro, weil ich bin hier halt wirklich an sich, wenn man es mal so runterbricht, von den Aussagen, die jetzt gestern und so getätigt wurden, bin ich hier wahrscheinlich von 5 Leuten umgeben, die meinen Kopf wollen. Ja, aber schau mal, also denkst du, wir hätten so lange gewartet dann? Also wir können warum jetzt so lange bis zum Fight warten? Also wir hätten mich doch auch eben am Tisch einfach weghauen können, wenn es checkst du? Also ich habe gar kein Interesse, hier Streit zu haben. Ich will, dass ich jetzt auch so absolut geklärt gar keine ernsthaften 1v1. Das Ding ist halt, was ist denn zwischen uns? Was ist denn zwischen uns dann, Banks? Ja, bei uns alles Friede, Freude, Eierkuchen dann. Also keine Goldäpfel, kein, was noch nicht? Keine Suppen. Keine Suppen, ja. Dürfen wir Greifhaken benutzen? Sonst dürft ihr alles... Nee, nix was Movement. Also alles, was so mit Weglaufen und Enderperlen so mäßig zu tun hat, ist halt Quatsch, weil das ist halt only Kampf jetzt. Es geht jetzt um Leben und Tod. Wegrennen. Oh, ich schon mal 3-4 Blöcke wegrennen. Safe, also so einen taktischen, Mini-Rückzieher kann man machen, aber jetzt nicht hier komplett auf dem Hügel laufen. Ja, okay, also hier in dem Bereich bleiben. Ey, aber Jungs. Ich hab so Angst, dass Russik geklatscht wird jetzt. Aber Jungs, ich gebe mein Bestes. Ja, dann ist es so, wenn es so ist. Ich bin eigentlich für Alfie, du musst jetzt hier stehen. Ich sag ehrlich, wenn Russik hier verliert, dann klatschen wir direkt danach Alpha-Stein noch. Doch, safe. Wenn Russik jetzt stirbt, stirbst du auch. Ich muss ja echt sagen, ich hab grad echt so ein bisschen Bedenken, dass ihr mich einfach alle angreift. Nein, ich schwöre. Das wird nicht passieren. Das ist auch für uns hier nicht ungefährlich. Was ist für euch denn da nicht ungefährlich? Ihr chillt hier zu fünf. Ja, Dani, Enter, alle on, ey. Ja, okay. Selbst wenn die kommen würden, dann wär's doch 5 gegen 5, hä? Ihr seid doch hier nicht. Ich bin hier der alleine ist. Dass ihr eigentlich eine Allianz habt, Leute. Eigentlich eine Allianz. Also, das ist einfach nur eine Klärungsverhandlung. Nach diesem Kampf seid ihr wieder Best Friends und alles ist gut. Ehrenhafter Fight. Auf einen ehrenhaften Fight. Alles klar, es geht los in 3. 2, 1, go! Wow. Das kann ich. Jetzt komm ich gar nicht zu reden. Ich kann gar nicht hingucken. Ich mach die Augen zu. Soll ich kommen? Das ist mal konzentrieren, oder? Jungs, das ist echt. Ich rede grad nicht. Red nicht, Russi, konzentrier dich. Ich bin dabei. Boah, da wird aggressiv geblockt. Hä? Stani, halt die raus, Ich hab die geschickt. Was willst du? Nein. Hey, was denn hier los? Was ist denn jetzt? Halt dich raus, Stani. Was ist denn jetzt? Die 1 oder was? Ja, 1 gegen die Bühne. Hier ist ein 1v1. Da kommen noch mehr, Raushalten! Ich wusste, du kannst nicht alleine Aquaman. Was willst du? Du bist doch hier nicht allein! Das ist ein 1v1, haltet euch raus! Alle auf die Tribüne! Leute, nice, dass sie gekommen sind! Ja! Jetzt bin ich auch nicht mehr alleine! Nein! Alle auf Hinter! Das ist ein Omega-Fight, das war so klar, Digga. Wo? Einfach Ente, Wer gehört zu wem? Ich erkenne die Leute nicht. Oh mein Gott, Bro. Max, oh, Junge, nicht jeden Fall, Junge. Ey, wir müssen fokussen, ein Team, wir müssen Bro. Oh Gott. Weil ich bin so aufgeregt. Bro, was ist gerade passiert? Auf einmal kommen da alle. Hä? Ich weiß hier gerade gar nicht mehr, was abgeht. Du bist weg, Komm! Das ist unser 1 gegen 1, Crimex. Du wolltest 1 gegen 1, das kriegst du jetzt. Ich höre dich nicht, Bro. Komm doch! Gott, Leute. Gottes Willen, ey.
Nice Hit. Ey Leute, was geht ab? Was geht hier gerade ab? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Bitte nicht haben, bitte nicht haben, Minecraft Crash! Minecraft Crash! Haha, ist mir egal! Alfie hat Spiel verlassen! Er hat jetzt ein Herz verloren, weil wir im Fight waren! So ein Ding ist das! Ey, wo sind alle anderen? Wo sind hier alle anderen? Wo sind hier alle anderen, Leute? Ey, was war das gerade? Was war das gerade? Wo sind alle? Hallo? Ey! Reini! Was ist gerade passiert? Ey, Bro, es gibt gerade fetten Fights, es gibt fetten Fights, es gibt fetten Fights, es gibt fetten Fights. Alphastein hat sich ausgeloggt. Während du im Fight warst mit ihm. Ja, ja, er hat sich ausgeloggt. Alphastein hat sich ausgeloggt. Er hat ihn verloren. Aber er meinte, er hatte Crash. Wenn er Crash hatte, dann wäre es ja unfair. Wo sind alle? Wo sind alle? Da rechts ist jemand. Rechts, 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 rechts. Im Wasser. Okay, da vorne fetter Fight. Ey, auf einmal kommen da die TikTok. Ey. Bro, wir hatten doch gestern auch 3 gegen 3, da wart ihr weg. Jungs. Ja, ja, ja. Nein, Mann. Alter. Ja, ich geh nicht ins Wasser. Also, lass ins Wasser, Jungs. Los. Das Kindergarten. Leckt es bei euch auch so? Nee, bei mir leckt es nicht. Oh, nee, bei mir leckt es auch nicht. Wir haben alle geleckt. Ja, es bringt halt nichts, Nee, bringt halt nichts, Bro, bringt halt nichts. Oh mein Gott. Das war wieder wunderschön. Alter, MBK! Ja? Hast du die TikTok-Krieger gerade zusammengeholt, Bro, oder was? Bro, alle zusammengerufen und wir haben einfach nur geguckt, bis irgendwas Maxi, passiert. Es tut mir leid für deine Base, aber ich habe den Vertrag in meinen Händen, der dein Leben entscheidet! Alter! Was geht hier bitte ab? Ente! Was macht der Vibe hier? Ey! Hey, ich habe nur gesehen, dass Max eigentlich. Ey, Jungs, ich hab grad Gänsehaut. Ich check gerade gar nicht mehr, was abgeht. Ich hab grad Gänsehaut. Verstehst du, warum wir hier sind? Wir haben den Vertrag in unserer Hand. Ey, wer? Leute, TikTok-Clan, ich glaube, ihr habt gerade mein Leben gerettet. Ja, dann Abfahrt. Hä? Eigentlich war das nicht die Absicht, aber... Junge, wo kommt ihr denn alle her, Alter? Ey, Bro, ich hab nur gesehen, dass Max angegriffen wurde. Warte mal, sind wir nicht befeindet mit denen? Ey, ich hab grad Gänsehaut. Eigentlich sind wir mit denen verfeindet, aber... Bro, Max, ihr habt mich gerettet, Junge! Ihr seid gerade im richtigen Moment gekommen. Und jetzt gehört dein Kopf und... Bro, wir haben hier von Banks das Pferd, Jungs! Alter, ey, ich hab grad wirklich so Gänsehaut. Jungs, ey, ihr habt mir grad das Leben gerettet, wahrscheinlich. Ja, Max... Einbruchbrüder sind immer füreinander da, oh auch bei schweren Zeiten. Oh mein Gott. Ey, Stani, ich hab grad wirklich Gänsehaut. Einbruchbrüder halten zusammen! Einbruchbrüder! Wow. Ey, die sind anscheinend da drüben auf der Insel. Sollen wir die stürmen, Jungs? Bro, die hauen eher, ja, let's go! Sollen wir die stürmen? Abfahrt! Komm! Abfahrt! Angriff! Attacke! Königsberger! Oh mein Gott! Königsberger Klopse! Klopse, Junge! Ey, ich check grad gar nicht mehr, was abgeht. Ich check hier grad gar nicht mehr, was abgeht. Eigentlich waren wir mit denen verfeindet. Auf einmal kommt MBK und hat die zusammengetrommelt. Nee, hier ist ja gar keiner. Wer das Call? Ich check hier grad nichts mehr. Königsberger Klopse! Ich check hier grad wirklich nichts mehr, Leute. Ja, die sind wieder ganz weg. Ich lock mich ein, ich sehe 50 Leute auf einmal. Ey, Bro, ist das übel. Ist das übel. Bro, also das ist wirklich... Ey. Sind doch weg? Sind weg. Ey, Leute, ich will euch einladen in die Paulberger Burg. Lasst uns kurz besprechen. Ja. Lasst uns kurz besprechen. Ey, Leute, ich hab grad wirklich so Gänsehaut. Ich hab grad so Gänsehaut. Irgendwie unsere Feinde... Wir waren ja eigentlich mit... Es war ja die ganze Zeit umgekehrt. Und auf einmal kommen die da, MBK, und kommt mir da zur Rettung mit unseren Feinden. Ich schwöre auf alles, ich habe nichts davon gewusst, Leute. Ey, das ist zu krass. Wir müssen kurz mit denen reden. Wir müssen kurz mit denen reden. Das hat gerade alles geändert. Normalerweise waren ja die ganze Zeit die TikTok-Krieger unsere Feinde. Das hat gerade alles geändert, Leute. Ich sag dir ehrlich, diese Ungerechtigkeit von den Hampelmännern. Bro, dass die laufen zu 5 und 6 auf einzelne Leute gehen. Das geht mir zu weit, Bro. Ey, zu weit. Jungs, ich jedes Mal dasselbe. Jungs, ich möchte kurz jedes was Mal sagen. Dasselbe. Ich möchte kurz erstmal was sagen. Alleine. Also erstmal will ich mich bei euch entschuldigen, bei den TikTok-Clan. Ich habe gestern, bei den TikTok-Clan. Ich will mich entschuldigen bei euch für unseren Krieg, den wir geführt haben, für alle Herzen, die vergossen wurden und für alle Bases, die zerstört wurden.
Heute habt ihr gezeigt, dass ihr wahre Freunde seid. Wahrscheinlich hätte ich gerade ein Herz verloren. Die waren ja da zu fünft. Ich weiß auch nicht, ob die mir eine Falle gestellt haben. Und MDK, mein engster Verbündeter, dass du im richtigen Moment mit unseren Feinden gekommen, mit unseren ehemaligen Feinden gekommen bist, bedeutet mir richtig viel. Ich habe das gestern mit den Leuten geklärt und ich weiß, wer der richtige Feind ist. Da sind welche. Da oben war gerade einer. Ey, das ist wirklich zu krass. Das hat alles geändert. Das hat wirklich jetzt alles geändert. Ja, komm, ich geh auch gucken, falls da jemand ist. Da war 100% einer. Max, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. MDK, du hast mich gerettet, Bro. Abfahrt. Ey, das ist zu krass. Leute, ich hab grad so Gänsehaut. Auf einmal Stani da. Hallo? Stani auch die ganze Krieg gewesen. Auf einmal er sagt Einbruch, Brüder. Da fliegt jemand. Guck, geradeaus durch. Das ist SUV. Ist das dolle. Bro, hier war 100 Millionen Prozent von einer. Ist das dolle, Leute. Bro, habt ihr gecheckt, wie alt die Schüsse hat und er hat sich ausgelockt? Ja. Ja, die sind weg. Ich hab auch noch ein Stack TNT. Ich hab auch noch ein Stack TNT. Ja, aber ich hab auch noch ein Stack TNT. Aus dem Weg, Es regnet, Bro, es geht nicht mit Pfeil. Ja, ich hab Feuerzeug. Und Ende hat sich da völlig Bro, hat Ende den gesehen, dass ich eingebunden bin? Vorsicht! Vorsicht! TNT! Ey, warte mal, ist hier einer? Nee, hier ist keiner. Hier ist keiner. Bro, ohne Scheiß, ihr könnt mir vertrauen, ich hab's auf Aufnahme, 100 Millionen Prozent war jemand. Vielleicht war das so ein Pferd oder so? Nein, das war ein Spieler. 100% war es ein Spieler. Dann lasst ihr alles aufspringen. Hey, aber wo sind jetzt die Wassermänner? Ey, die Wassermänner, ne? Das ist guter Name. Die sind überall weit weggerannt, ne? Ich hab die ja komplett voll lange verfolgt, um die zu sehen, ob die Sprengung! Der Army war das. Die Freischwimmer. Ach so, Army? Die Freischwimmer. Aber da gibt's doch auch Stress, oder nicht? Die drei, Junge, die haben, glaube ich, Seepferdchen gerade wieder gemacht, Bro. Ja, die haben sich Seepferdchen geholt. Ist das toll. Die Auslogger. Alfie Schein ist einfach weggerannt. Alfie ist einfach weggerannt. Ey, Jungs, ich sag auch, wir müssen hier gemeinsam, Bro, wenn nochmal hier die Hampelmänner mit 5, 6 Leuten auf einzelne Leute wieder gehen, dann müssen wir zusammenhalten, egal wie es aussieht. Genau. Ja, Mann! Bro, so eine Ungerechtigkeit gibt's hier nicht mehr! Wir haben jetzt ein Bündnis gegen die Hampelmänner! Hampelmänner! Jetzt verbrennen wir den Vertrag! Königsberger Klopse! Wir verbrennen den Vertrag! Die sind immer zu zweit oder so. Warte mal, mach den Vertrag hier drauf! Wir sprengen den Vertrag in die Luft! Ja, Vertrag! Ja, spreng den Loser! Spreng den Vertrag! Mit dem Vertrag! Juhu. Der ist weg, der Vertrag ist weg. Hat sich ausgelockt, die Alphastein. Oh mein Gott. Strong. Ey Leute, das war wirklich krass. Ihr seid im richtigen Moment gekommen. Das war wirklich heftig. Alter. Ja. Das Ding ist, die werden nochmal angreifen, zu 100%. Die werden jetzt. Die sind auch alle da. Alle sind noch da. Die werden, Bro, die sind abgehauen. Die haben Schiss. Die werden jetzt warten, bis sie die einzelnen Leute rausholen können. Ja, ich muss aufpassen jetzt, Jungs. Stimmt, die werden wieder mit 10 Leuten auf einen kommen. Das ist das Einzige, was sie können. Da müsst ihr euch aufpassen, wenn ihr jetzt alleine unterwegs seid. Leute, das ist zu krass, was heute hier abging. SEO, ne? Ah, das ist eine Gruppe. Warte mal. Eine Gruppe mit. Wie ist das Passwort? 3434. Wie ist das Passwort? Huhn? Das Passwort bestimmt Huhn. Bro, auch krass, dass die Hampelmänner sich wieder Verstärkung von einer anderen Allianz holen mussten, ne? Was hat Gambo da gemacht? Ja, Gambo ist mit denen zusammen, Bro. Und die wollten auf Max gehen, obwohl der im PvP nicht so gut ist, ey. Gambo ist mit Gomme, also Gomme wird bei denen auch sein. Das Ding ist auch, ich bin mir auch nicht so sicher, ob die mich nicht angegriffen hätten, wenn ich weak wäre. Weißt du, erstmal so mit Russa kämpfen, die standen ja alle an der Seite. Ja, oder du hättest Russik besiegt und dann wärst du der Nächste gewesen. Ja, das 100% ist, sein. Ja. Bro. Die wollten mich ja auch zuerst irgendwie in so Gambos Haus locken. Wahrscheinlich haben die da eine Falle oder so vorbereitet. Also das wollten die gestern bei uns ganz, auch. Ganz, ganz sus. Komisch. Ganz sus auf jeden Fall. Ey, MBK, wie hast du das gemacht? Ich habe mich gestern schon mit Stanio zu vertragen. Ich habe auch mitbekommen, dass du irgendwie Banks in den Rücken gefallen bist und Banks angegriffen hast und so. Ja, weil ich jedes Mal gesehen habe, dass sie immer alleine angreifen. Jedes Mal, immer wieder aufs Neue. Ja, und was er mich auch gesehen hat, dass sie da irgendwie die ganze Zeit was gesagt haben, die wollen meinen Kopf haben und sowas. Ja, und Stani hat sich bei mir halt auch entschuldigt. So, also komplett straight. Also der ganze Krieg war ja auch nur wegen mir und Stani. Der ganze Krieg war ja nur wegen mir und Stani. Stimmt, Und dann haben wir das jetzt alles geklärt.
Und cool. Habe ich eben gerade dafür gesorgt, dass sich alle Leute zusammentrommeln und dann sind wir crazy, in der Not gekommen. Das war wirklich. Und ich hab euch ja nicht mal die Koordinaten geschrieben. Wo habt ihr gewusst, wo wir sind? Ich war die ganze Zeit auf dem Berg. Ich habe mich einen Block runtergebaut und hab alles gesehen. Lol. Oh alles mein gesehen, Gott. Wie ihr da euch hingesetzt habt. Ja, MVK, wirklich hier mein ältester Verbündeter hier bei Minecraft Helden. Stark, sehr, sehr stark. Aber du weißt, sind die Karten neu gemischt. Wir sind Bro-Bros. Und wir haben ein komplett neues Bündnis. Ach, du Heilige. So und nicht anders. Max, du musst auf dich aufpassen. Danke, du passt auch auf dich auf. Wenn du irgendwas brauchst, sag immer Bescheid, ich bin da. Sehr cool. Kann ich nur so zurückgeben. Dann mach's gut, MVK. Danke dir. Ciao, ciao. Vielen Dank, ciao, ciao. Ey, Leute, heute war wirklich absolut krass. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.